Mein heutiger Gast ist Oscar-Gewinner, war 7-mal für den Oscar nominiert, unter anderem Filmmusik für Filme wie Rain Man, The Lion King, Pearl Harbor, Hannibal und viele andere große Welterfolge. Das ist das neue Album, das von Ihnen erschienen ist, The Wings of a Film, und das ist die Musik zu seinem neuen Film Black Hawk Down. Herzlich willkommen, Hans Zimmer! Ich weiß ja, dass Sie Computer hassen. Nein, ihr hassen nicht, aber ich kenne mich leider nicht aus. Nee, alle fragen mich immer, wie schreibe ich denn zur Filmmusik, und ich schreibe das auf dem Computer, und ich habe gedacht, ich bringe Ihnen das mit, das können Sie zu Hause dann auch viel Krach mitmachen. Das ist aber toll, vielen Dank, das ist ein Computerprogramm. Ja, genau. Ja? Und eben die ganze Filmmusik wird da drauf geschrieben. Das heißt, vor einem großen Orchester stehen Sie gar nicht mehr. Doch, das mache ich schon. Also, aber zuerst mal da drauf, und da kann man das auch so schön simulieren und so weiter. Wann, ich habe mich das oft gefragt, wann beginnt die Arbeiten eines Komponisten für die Filmmusik? Erst, wenn der Film komplett fertig ist? Nee, gar nicht. Ich setze mich meistens mit dem Regisseur vorher hin. Ja. Und meistens lese ich das Drehbuch nicht. Das stört natürlich die Drehbuchautoren. Aber ich frage den Regisseur, worum geht denn das? Ja. Dann kriege ich nämlich die Geschichte eigentlich von ihm erzählt, und dann finde ich schon die Schwerpunkte daraus. Und da sind Sie dann völlig frei zu sagen, wo werde ich dramatisch, wo mache ich es leise? Ja, schon. Auch von Dreharbeiten sprechen wir drüber. Was soll denn das werden? Was kann er denn nicht eigentlich, sagen wir mal, elegant in Wörtern und Bildern ausdrücken? Ja. Und jetzt kommen Sie gerade von der Berlinale. Ja. Wie ist es da? Ist es schön? Sehr schön, sehr schön. Wärmer als bei euch in Köln. Und ich meine, es gibt nun eigentlich die ganzen Leute, die ich nie in Hollywood sehe, sehe ich auf der Berlinale. Wen zum Beispiel? Ja, meinen alten Kumpel Russell Crowe natürlich. Und deswegen habe ich ja noch immer ein bisschen Kopfweh. Die Australier wissen, wie man feiert. Wirklich? Haben Sie mit ihm gefeiert? Oh, ja. Wo? In seinem Hotelzimmer. Das war ein bisschen klein, und da waren 10.000 Leute drin und so weiter. Und, waren da noch andere auf dem Zimmer von Russell Crowe, die man kennt? Das könnte schon sein. Ja, da war zum Beispiel der Ralf Müller. Und ich meine, das ist ja dann schon ein ganzes Zimmer für sich selber eigentlich. Ja. Und ich glaube, die Bar im Adlon ist eigentlich jetzt ganz leer. Da gibt es nichts mehr. Ich glaube, das ist alles oben ins Zimmer gekommen. Und ich glaube, die müssen jetzt wieder mal Wein einkaufen gehen. Wirklich? Ja, in Hollywood ist es ja, was ich so weiß, nicht so lange bis in der Nacht, oder? Da geht um 11 alle schlafen, weil um 6 Uhr alle wieder Nein, das Fitness sagen wir euch, damit ist wir dann weiter feiern können, damit ihr dann weggeht. Dann können wir das auch ganz privat weitermachen. Ist das so? Ja? Naja, also schon. Ja. Wir sind ja da, um zu arbeiten, gell? Aber naja, ich bin so und so Nachtarbeiter. Die erste gute Idee kommt so und so erst um 1 oder 2. Da sitzen Sie dann an einem Computer, am Keyboard? Ja, genau. So ungefähr, und streite mich mit meinem Regisseur. Und dann klingelt es ab und zu mal, kommen die Stars auch und sagen, du, pass mal auf, an der Stelle, mach mir da mal so ganz viel Trompeten. Ja, ich meine, einige kommen, zum Beispiel eben wegen der, Sie haben ja eigentlich recht, um 11 ist alles zu, aber zum Beispiel solche Leute wie der Jack Nicholson, die ja gerne auch noch nachts so ein bisschen wach sind, die wissen, bei uns im Studio, da gibt es noch was um 3 Uhr morgens. Und dann, was gibt es da noch um 3 Uhr morgens? Krach, ich weiß so, nicht. Musik. Ja, Musik, ja. Wer weiß es. Oder kommt Jack Nicholson vorbei? Ja, schon mal ein bisschen. Ja, der ist sehr an Musik eigentlich interessiert, und ich habe immer gedacht, jemand muss mal einen Film mit ihm machen und ihn nur über Musik fragen. Der weiß so viel. Ich meine, als wir, wie heißt das auf Deutsch, Besser geht's nicht gemacht haben, dieser ganze Charakter, der da immer diese CDs aufgenommen hat mit seinen liebsten Stücken, das ist eigentlich der Jack. Das haben wir wirklich auf ihn geschrieben. Das ist eine Erfindung, die er so mit eingebracht hat. Erfindung? Ich meine, das so lebt das sein Leben. Ja? Ja, dann kommt er da an, hör mal diese neue Platte an, und da habe ich was gefunden, und der liebt das. Alles von Rap zu Bach zu Beethoven zu Beatles und dann irgend so was ganz Weltmusik, was weiß ich. Jetzt sind Sie in diesem Jahr, sind Sie nicht für einen Oscar nominiert? Nein. Ja, zum ersten Mal seit langer Zeit, oder? Nein, ja, ja. Ja. Es ist so. Ja. Ist das richtig? Ich habe immer gesagt, 7-mal. Sie waren 7-mal nominiert. Ne? Ja, das wird ja in Amerika zu Recht auch ja immer mit erwähnt. Ja, ja, genau. Also 7-mal nominiert. 7-mal nominiert anstatt nur einmal oder über. Ja, man jetzt muss mal, ja ein bisschen bescheiden. Mal ganz sein. Ehrlich, was ist besser, den Oscar gewinnen oder nicht gewinnen, wenn man da unten sitzt? Ich sage das immer so, wenn Sie mir einen guten Verlierer zeigen, zeige ich Ihnen einen Verlierer. Also immer sitzt natürlich da und möchte, dass man den gewinnt, aber trotzdem, dann kommt natürlich das Gefühl, man muss da auf die Bühne und da muss man an die denken, und da darf man auch keinen vergessen, und da habe ich meine Mutter vergessen, und das war dann ganz schlimm, das gab dann jahrelang, habe ich da Schuldgefühle mitgehabt. Weil Sie sich bei Ihrer Mutter nicht bedankt haben. Genau. Ich habe ja das so versucht zu erklären, jeder hat ja eine Mutter.
Und vor allen Dingen das Neurotische bei mir, und was das so zum Talent dahin führt, das kommt wahrscheinlich von ihr. Ja, okay. Das sollten Sie vielleicht nochmal als Hoffnung sagen für alle, die auch diese Karriere machen wollen. Kein Schulabschluss? Kein Schulabschluss, nein. Kein Abitur? Doch, englisches Abitur, aber das ist ein bisschen leichter als das deutsche Abitur. So wie Nordrhein-Westfalen hier. Ja, genau. Ich hab eine Eins in England im Deutschen gehabt. Ach so. Ja. Musikstudium? Nein, auch nicht. Kein Musikstudium? Nein. Jetzt für alle diese jungen Komponisten, die es schaffen wollen, gab es ein zentrales Ereignis, wo Sie sagen, das war der Punkt, wo ich dann den Einstieg geschafft habe in Amerika, oder das war der... Ja, ich hab nichts anderes gekonnt. Nein, ich habe halt immer Musik geliebt. Als Kind habe ich immer Klavier gespielt. Wir hatten nämlich kein Fernsehen zu Hause. Wir hatten Flügel. Mhm. Und eben... Aber Musikunterricht haben Sie schon gehabt als Kind, ja? Ja, das gab mal so eine Woche lang. Mehr nicht? Das war so, das war entweder... Ich hätte den Lehrer umgebracht oder er hätte mich umgebracht. Und meine Familie hat gedacht, vielleicht so früh schon ins Gefängnis, das geht dann auch nicht. Ja, obwohl Sie in Frankfurt aufgewachsen sind. Ja, da geht das ja, gell? Jetzt schauen wir mal einen kurzen Ausschnitt an aus dem neuen Film. Da ist das richtig ein großer Erfolg in Amerika, ja? Ja, es ist ein großer Erfolg, obwohl er ganz, das ist ein ganz harter Film. Ich weiß nicht, ob ihr das so hinschauen sollt überhaupt. Na, vielleicht haben wir das so, wir haben auch keine Liebesgeschichte drin. Also, es ist Black Hawk Down, es geht Amerikaner in Somalia, ja? Ja, das ist also richtig schön schief gegangen da. Und übrigens, ihr müsst wissen, das haben wir auch vor dem, wie das heutzutage heißt, 11. September gemacht. Ich meine, das ist schon ein Jahr her, seit wir da mit den Dreharbeiten anfingen. Aber jetzt sieht man das natürlich ganz anders. Klar, wird dann in Hollywood gegrübelt, also eigentlich könnte der Film jetzt ein bisschen falsch verstanden werden, wir zeigen ihn lieber gar nicht, oder? Ja, genau, das war auch so. Ich habe gedacht, auf einmal machen wir den überhaupt nicht fertig, und dann haben wir doch stur weitergemacht und uns einfach nicht reinreden lassen. Money? Ja. Ja, ich verstehe. Was haben wir so? Das finde ich erstaunlich. Das hat man selten, dass Gäste aus Hollywood sagen, bitte schauen Sie nicht hin bei dem Film, weil der könnte... Ich meine, das ist der Ridley Scott, der hat ja auch Alien gemacht. Sie wissen ja, dass da kam das so ein Ding, da aus dem Bauch raus. Ja. Also, wir wollten einfach das wirklich... Ich habe mich auch sehr oft mit den richtigen Soldaten hingesetzt und einfach... Erzählt mir mal, wie das da war. Und wir wollten den Film wirklich so machen, wie das da war. Und ich meine, schön war das nicht, aber trotzdem irgendwie, ich meine, ich habe ja schon Anti-Kriegsfilme gemacht. Und das Problem da war für mich immer, da sind nur die liberalen Pazifisten so und so hingegangen. Und das hat ja eigentlich keinen Sinn, denen das nochmal zu erzählen. Und Ridley und ich haben uns da hingesetzt und gedacht, also wir versuchen wirklich mal so das zu machen, wie das wirklich ist. Und wir haben auch sehr viel mit Dokumentarfilmemachern gesprochen. Gut, also, wenn Ihnen die Szenen zu hart sind, dann achten Sie auf die Musik. Deswegen ist ja auch Herr Zimmer hier. Ja? Der Film heißt Black Hawk Down. Sie hätten nicht herkommen sollen. Das ist unser Krieg. Nicht Ihrer. 300.000 Tote und kein Ende in sich. Das ist kein Krieg, Mr. Ito. Das ist Völkermord. Die Menschen hier haben nichts zu essen. Wir können ihnen entweder helfen oder auf CNN mit ansehen, wie das Land vor die Hunde geht. Rangers, Deltas, heute geht's los. Ich wurde ausgebildet, um zu kämpfen. Und Sie? Ich wurde ausgebildet, um was zu verändern. Weißt du schon das Neueste? Du gehst heute mit raus. Was? Das wolltest du doch, oder? Oh ja. Natürlich, klar. Hast du schon mal auf einen Menschen geschossen? Nein, Sir. Ich auch nicht. Das hat natürlich schon heute eine andere Wirkung, auch mit dieser doch an gregorianische Choräle erinnern und so Musik. Ist ein großer kommerzieller Erfolg in den USA? Ja, komischerweise. Ich meine, wir wussten wirklich nicht, werden die Leute reingehen oder einfach, ich meine, wird das zu viel für die? Ja. Jetzt fliegen Sie nochmal nach Berlin zur Berlinale? Ja. Da gibt es den silbernen Bären für Filmmusik. Ja, endlich haben die das begriffen, dass Filmmusik doch ganz irgendwie zum Film dazu gehört und dass man vielleicht auch mal so einen Preis verleihen könnte. Und gibt es da auch, da sind Sie natürlich nominiert, hoffe ich, oder? Nein, ich bin gar nicht nominiert. Ich gebe dem jemand. Ich weiß noch nicht mal wen. Das setzen wir uns morgen hin bis 23 Uhr. Also, das wird morgen entschieden, im Zimmer von Russell Crowe? Natürlich. Ja. Nein, das ist so eine Unordnung da drin, da kommt man gar nicht mehr rein, gell? Und dann habe ich denen auch so versprochen, dass ich da vielleicht so ein bisschen was spiele, und da lade ich auch einen Freund ein dazu, aber
Sag ich noch nicht, wer das ist. Das ist eine Überraschung. Also, ja. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Erfolg brauchen wir Ihnen nicht wünschen. Haben Sie sowieso über die Maßen. Ja. Naja. Noch viele schöne Filme und viele interessante Begegnungen. Ja, vielen mit diesem Dank. Ja. Und vielen Dank, Hilfe. Ich werde vielleicht jemanden finden, der mir das... Versuchen Sie es mal. Ja, falls es so mit der Karriere nicht ganz funktioniert, kommen Sie doch zu uns nach Hollywood. Ja. Ja. Das ist super, Angebot. Hans Zimmer, meine Damen und Herren. Dankeschön, gute Nacht.